Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 App Store für Heide. Mit dabei haben wir den Uwe, Paul und den Suku. Hallo. 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 So. Damit ich jetzt einen Vergleich habe, mache ich jetzt mal das Bandlaufwerk runter. Jetzt haben wir wieder Geld. Ich muss ja wissen, wie er auch so aussieht, weißt du, normal. Du kannst ja einfach den anderen anschauen. Mieters, der ist nicht das gleiche. Ach so. Da stimmt doch die Farbe nicht, Paul. Also bitte. Ach Mensch. Könntest du den anderen aber mal auffüllen gehen? Ich muss pressen. Geht nicht. Er muss jetzt mal kurz gucken, wie das funktioniert. Ah, die Räder sind ein bisschen klein. Oh, Panther. Uwe, hast du jetzt mal eine Ballenpresse geschnappt? Stopp! Halt! Stehen bleiben! Ist aber frech. Da stand kein Name dran. Ich hab sie extra angeleckt. Ach so, das war schon getrocknet. Ist das denn Heu? Ah ja, ist Heu. Soll ich sie dir abhängen? Nee, ich gehe den Dingens auffüllen. Gut. Ist ja eine Sauerei. Gleich sie den neuen Container ab. Wo ist denn der neue, wo ist denn der Seher? 36 ganz unten. 36. Oh nein. Doch. So weit ist er doch gar nicht weg von dem LKW. Ich wollte aber jammern. Okay. Ja, das war mir schon klar. Ich glaube, Tezuko wollte auch noch was sagen. Was? Ich wollte nichts dazu sagen. Also, okay. Ich fände nichts neu. Mir fällt da nichts mehr ein. Aber was nicht funktioniert denn, Soko? Ich kann dem Anseher nicht sagen, guck mal, hier steht ein Container, hol dir da mal Zeug, was du brauchst. Also so automatisch nicht, nein. Also musst du einen Kurs haben. Was gehen würde, ist, wenn du einen Überladewagen da stehen hast, da kann er was rausholen. Aber jetzt eine Frage, wenn ich Dünger und Saatgut benötigen würde, bräuchte ich zwei Überladewagen und er würde es erkennen, oder... Gut nur eins. Es müsste funktionieren. Mit zwei Überladewagen. Probiert habe ich es noch nie, ehrlich gesagt. Weil das für uns so eine Situation war, so, ja, wäre nice, wenn es funktioniert, aber grundsätzlich laden wir oder füllen wir ja an Triggern auf. Mit den Überladewagen ist halt entstanden daraus, dass wir den Modus 8 als Feldversorgung umgebaut haben. Und dann wollten wir halt in der Lage sein, Saatgut mit einem Wagen, mit einem Überladewagen zum Feld zu bringen und da was nachladen. Okay. Es kann durchaus sein, dass es funktioniert. Wie gesagt, getestet habe ich es nicht. Also in der Theorie sollte es das. In der Theorie sollte es funktionieren. Okay. So, der Fiat rollt wieder. Fährt ganz so anders hin. Ah, egal. Ah, da hinten ist Paul. Ah, sieht schon gut aus mit dem LKW, ne? Da ist ein Zaun. Ja, ich hab mal wieder 200. Gibt's eigentlich auch IT-Runner, die größer sind von den Containern her? Ich glaube nicht. Ja, haben wir die 45.000, oder? Ja. Ja. Die größte. Die vom Standard Giants Pack. So, Uwe, wo hast du denn den Sammelwagen hingestellt? Unten, wo Tensuku jetzt quasi ist, gerade auf der 67. Ah, ja. Da, wo du vorhin draufgefahren bist. Was? Werner ist draufgefahren. Aufs Feld vorhin. Soll ich mich beamen? Achso. Ja, wir haben was Neues. Nachlauf. Ich hab ein bisschen Angst vor dem großen Russen. Ach was, der ist harmlos. Sagen alle. Und wir sehen einen Paul. So. Also ich habe bisher 18 Ballen gepresst. Ich glaube, da geht mehr als 18 drauf.
24. Ich glaube auch. Müsste ich eigentlich wissen, ne? Von der Holzmap? Naja. Ach nein, der ist im Weg gerollt. Na, wirklich. Uwe, das ist die beste Möglichkeit, einfach darauf zufahren und gucken, was passiert. Ja, ich sag's dir. Und wie Sie sehen, ne? Wie Sie sehen, können wir jetzt einen Reifenwechsel machen. Johnny. Paul? Hm? Nee, hab ich hingekriegt. Super. So, ich wollte nur fragen, ob du noch Kakao im Kühlschrank stehen hast. Aber hat geklappt. Moment, leider nicht mehr. Ich will es frisch anrühren. Ja. Bis zur Holzer schaffst du das aber, oder? Ja, warum? Ja. Was hat's mit Kakao auf sich? Ach, Werner kennt den Insider noch nie, ne? Nee. Woher denn? Naja, statt Actimel haben wir ein neues Wort. Oder versuchen wir ein neues Wort zu etablieren. Steht das schon fest oder kann man da noch Vorschläge präsentieren? Voting ist schon geschlossen. Vorschläge präsentieren. Ach, ich hätte es Buttermilch genannt. Buttermilch, ja. Jetzt komm doch hergefahren, du blöder Sack. Ich sehe schon, der Paul ist ja ein bisschen pissig heute, ne? So ein bisschen. Ja, mich nervt, dass mein Scheißplanet wieder nervt. Leicht reizbar. Das wird schön heute in Holzer. Ja. Wieso steckt der Fiat im Verkehrst? Hat er den... Bestimmt den LKW gefunden, ach, oder? Ach, du bist doch doof. Wie kann man denn nur so sein? Oh, was ist denn hier für eine Party? Ich muss ihn abtanken gehen, weil er nicht selber hinfahren will. Das ist eine kleine Zicke. Der Drescher fährt auch irgendwo hin. Warte, jetzt muss ich mir das mal angucken. Der ist 99% voll. Du musst gleich abtanken gehen. Ja. Da ist ein Wald, Kollege, ne? Er fährt wie ein Betrunkener, ne? Müssen wir uns mal ganz kurz angucken, wo er hinfährt. Achso. Wo ist denn der Anhänger für diesen Kollegen hier? Beim Windrad. Aha. Ein Suko, der Panda dreht verrückt. Was macht man denn mit dem? Der versucht rückwärts zu fahren und denkt ganz links, ganz rechts, ganz links, ganz rechts, ganz links, ganz rechts, steht aber auf der Stelle. Das darf eigentlich gar nicht mehr passieren. Ich meine ja nur. Wo bist du denn? Auf welchem Feld? 27 steht er. Wenn ich da jetzt ganz viele Container hintereinander stellen würde, was würde dann passieren? Dann sucht er sich immer den hübschesten aus. Er sucht sich immer den nächsten, glaube ich. Werner schmiedet innerlich schon Pläne. Ja, ja. Ich frage mich gerade, was er macht, weil das Rohr ist auf der anderen Seite. Der fährt einmal drumherum oder irgendwas. Ganz komische Sachen machen die teilweise. Bin jetzt gespannt. Hä? Noch hat er nichts falsch gemacht. Dann ist auch noch nichts verloren, oder? Ja, er dreht tatsächlich. Das M gefällt mir nicht. Nee. Also bis jetzt. Ich glaube, Werner ist einfach sprachlos, wie gut das funktioniert. Also tatsächlich ist er gerade über den Feldrand hinausgefahren, genau zwischen zwei Bäumen durch, da war nicht mehr viel Platz, hat auf dem auf dem anderen Feld gedreht und fährt in der nächsten Lücke wieder rein. Ach, drum ruckelt es die ganze Zeit so extrem, dass der Paar fällt. Und jetzt tankt er tatsächlich ab. Also das hat wirklich sehr gut funktioniert, da muss ich echt so sagen. Ja. Drum ruckelt es hier wie Sau.
Ja, wenn es einmal eingefahren ist, also wenn ein Pfad einmal hatten, dürfte es nicht mehr rocken. Wie Ronzer, Respekt. Der Panther ruckelt ja auch wie so. Ach nee, den hast du jetzt wieder gerepariert. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Kann leider nicht die Wege-Multiplayer anzeigen lassen. Das der hat versucht, rückwärts zu fahren, um wieder neu anzusetzen. Und ist irgendwie ganz komisch zusammengefahren. Ja, guck dir das Feld an, was du da weggearbeitet hast. Aber mir ruckelt es aber gerade schon wieder. Ja, und zwar richtig. Mir ruckelt auch nichts. Kenn dich vom Feldversuch. Was sind diese scheiß Speed-Kamera-Callback? Kamera, das ist bestimmt Blitzer. Irgendeine Scheiße spammt uns da die Lok voll mit Speed-Kamera und Lua und Scheißzeug. So, wo gehören denn diese Ballen hin? Ich kann selber nachgucken. 67 gehört zu Ballenverkauf. Zum Ballenverkauf hinterm Händler. Oh nee, ehrlich? Ja, warum? Ganz oben, okay. Tüff. Es geht los. Große Reise. Ist das schon voll? Ja, 24 okay. Stück. 40 habe ich bis jetzt gepresst. Ja. Heißt der John Deere aus dem Tech, der hat einen eigenen Bail-Counter drin, oder? Naja, nicht einen eigenen. Er nimmt den von der Presse, aber er zeigt ihn tatsächlich in dem Monitor. Werner, Achtung. Ihr habt schon gesehen. Danke. Ballen. Haben wir einen? Ja, wir haben Bail-Counter drauf. Oh, okay. Willst du gucken, Tensoko? Nee, das war jetzt nur ein Treiber. Bist aber auch ganz schön im Ruder mit dem LKW, ne? Ja, ich fahr gerade auch ohne Lenkrad. Und mit einem Ping von 200 ist nicht ganz so nett. Ich frag mich gerade, ob das Lenkrad noch existiert oder ob es schon abgerissen hat. Wo es einfach mal existiert noch. In 1000 Teile zerlegt. Aber ich habe noch keine Lust gefunden. Angerissen, zack, in der Hand. Nee, es hält tatsächlich länger, als ich erwartet hätte. Schön. Was macht er denn jetzt? Ach, der ist voll. Okay. Oh. Oh, nee. Erstmal kurz losmeckern. Ich krieg heute schon wieder Aggression, wenn CP irgendwo hinfährt, ey. Paul muss noch ein bisschen entspannter werden. Ja, warte nochmal, Tedo, das geht so nicht. So, ich habe heute schon, ein paar Error von CP ausgeglichen. Achso. So, ich schließe die eine Mission mal ab. Hm. Das ist sehr gut. Was wäre denn jetzt noch zu tun, mal so gefragt? Du, Missionen, habe ich gehört, gehen immer, ne? Ja. Weiß auch nicht, wie es unseren Feldern geht, ob die mal irgendwie Pflege benötigen. Nicht. Gute Frage. Feld 24 müssen wir pflügen. 24 pflügen, okay. Beziehungsweise die Frage ist, ob wir da nicht irgendwas für einen Drescher draufballern wollen. Irgendwas, was wir dreschen können. Weil dann müsste man es nämlich nicht pflügen. Nur kalken. Ja, pflügen musst du ja trotzdem. Oh, und wir haben wieder überall Unkraut. Nee, musst du nicht. Ist es denn. Ist es denn beim Ballenverkauf schlimm, wo ich die Ballen hinpacke? Nö. Einfach in die Halle rein. Oh ja. Wir haben schon wieder überall Unkraut. Der Fiat muss dann nachher wieder Gas geben. Aber Paul, warum muss ich dann nicht pflügen? Weil wir nicht pflügen müssen laut Map. Ach so, okay, ja gut, wenn du nicht pflügen musst laut Map, ja, dann danke. Nee. Das klang eben anders, deswegen war ich so verwundert. Kai, wir hatten noch... Problem ist, wir haben kein Geld für eine Direktmaschine. Also von daher, das ist eher übrig. Ein Kalk losbringen, hatten wir dafür was? Nein. Nee, wir haben nur Dünger und Saatgut, glaube ich. Wisst ihr, was der große Vorteil an dem Fiat ist? Er entschleunigt wahnsinnig. Es geht halt einfach nicht schneller, ne? Also ich kann jetzt auch einen LKW nehmen und mit 80 rumballern. Das Ding fährt halt einfach 38, ne? Wow. So, Punkt. Mehr gibt's nicht. Fertig, das war's.
Da bin ich ja noch gerade unterwegs. Ja. Aber ich knall ich knall auch nirgends dagegen, muss man dazu sagen. Also. So, Feld ist hier gleich fertig gepresst. Das ist doch super. Wie viel hast du jetzt gemacht? Aktuell 51, aber ich hoffe noch eine 52 rauszubekommen. Also ich muss dreimal fahren praktisch. Jo. Gut, dann machen wir das. Aber nicht mehr heute, sondern morgen. Liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön fürs dabei sein. Wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.